Der neue Tag ist angebrochen. Winnie und Shira waren den ganzen Tag ausgiebig in Jarlaheim shoppen. Nun begann auch schon bald die Osterschnitzeljagd. Doch erst einmal mussten sie zu ihren Pferden, denn ohne die ging es natürlich nicht. So, ach, das war ein schöner Tag heute. Oh ja, wir haben so viel erlebt. Oh ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt riesig auf die Schnitzeljagd, die angekündigt worden ist. Hier ist schon alles so osterlich. Oder österlich? Nee, osterlich, ne? Die Worte klingen immer so seltsam. Alles so schön geschmückt überall. Ich bin gespannt. Achso, hier müssen wir lang. Okay, bin schon auf dem Weg. Ich bin so aufgeregt, was alles passieren wird, wo wir überall langkommen. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Vor allem, weil ja gesagt worden ist, dass es außerhalb ist. Boah. Ja, ich hoffe, Love Song ist gut drauf. Ja, ich hoffe, Nightstar hatte auch einen schönen Tag hier im Stall. Hat neue Freunde kennengelernt. Stimmt. Ich glaube, die haben heute den ganzen Tag über mega viele Streicheleinheiten bekommen von den ganzen Leuten. So viel, wie wir hier sehen. Ja, auf jeden Fall. Hallo, guten Tag. Ach, Last Song hat gleich zwei Freunde gefunden. Ja, auf jeden Fall. So, ich würde aber nochmal ganz schnell striegeln und so, bevor das losgeht. Genau, ich auch. Ich hoffe, wir haben die Zeit noch dazu. Heu haben sie heute bestimmt schon bekommen. Ja, glaube ich auch. Und los kann's gehen. Oh, du bist auch schon fertig. Ja. Sehr schön. Ich habe mich extra beeilt. Perfekt. Ich habe mich auch beeilt. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? So, die Karte sagt... Wir sollen wohl irgendwie mit der Fähre ans andere Ufer. Okay. Fahr mit der Fähre ans andere Ufer. Dann lass uns doch zur Fähre gehen. Ja. Oh, hoffentlich finde ich den Weg zur Fähre. Ich fahre so selten mit der Fähre, muss ich gestehen. Und du? Es geht tatsächlich. Aber hier in dem Ort bin ich auch noch nie mit der Fähre gefahren. Oh, okay. Gut, auf der Karte steht ja eigentlich, wo wir lang müssen da, um zur Fähre zu kommen. Schon. Ach, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, wir müssen jetzt bestimmt durch die Stadt. Mhm. Ich glaube, dann kommen wir oder sind auf dem direkten Wege dahin. Zum Glück sind wir nicht alleine, sondern sind eine kleine Truppe. Genau. Sonst wissen die Mädels bestimmt, wo es lang geht. Okay, die Stadt. Ja. Vor allem jetzt sind die Lampen auch schon an. Das sieht total schön aus. Oh ja. Also es war schon eine gute Idee, die Schnitzeljagd am Abend zu nehmen. Ja. Finde ich. Ja auch. Und dafür können wir heute eine schöne Shoppingtour machen. Oh ja. Schön geshoppt. Schön Mittag gegessen. Das war schon cool. Und die Pferde konnten sich heute nochmal ausruhen, den ganzen Tag über. Genau, dafür, dass sie jetzt arbeiten müssen. Genau. Und so ritten sie zusammen mit den anderen Teilnehmern zur Fährenanlage, um an die andere Uferseite nach Golden Hills zu gelangen. Ja, die nächste Fähre ist unsere. Die nächste Fähre ist unsere. Sehr, sehr schön. Und so viele Mädels sind mit dabei. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Alle am Ostereier suchen. Da kommt sie, unsere Fähre. Boah, ich liebe Fähre fahren. Ja, ich auch. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Ja, ich könnte die ganze Zeit hin und her fahren eigentlich. Ja. Und das Schöne ist, heute müssen wir auch hier nichts bezahlen. Voll praktisch zum Event. Alles kostenlos heute tatsächlich. Ja, mega. Richtig klasse. Ich glaube, Nightstar mag es auch, Fähre zu fahren. Ja, ich glaube auch. Durchgepustet vom Fahrtwind kamen sie schließlich nach ein paar Minuten an. West Camp Fischerdorf. Oh, ich glaube, ich war hier noch nie. Was? Ich glaube, ich war hier einmal. Hast du das Piepsen gehört? Piepsen? Hier ist irgendwo eine Spinne. Nein, habe ich nicht. Es spinnt und krabbelt. Merkt ihr das? Da ist sie!
Oh. Das ist dein neues Haustier? Mein neues Haustier. Okay. Guck mal auf deine Karte. Ja, steht was von einem Jasper. Stimmt, da, Jasper. Findet Jasper den Farmer. Okay. Dann finden wir Jasper den Farmer. Obwohl, Jasper, das sagt mir irgendwas. Ja. Ja, ja auch? Stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Aber der wohnte der nicht ein bisschen weiter weg? Ich dachte, der wäre in Moorland oder so. War der dort nicht mal? Stimmt, da war er auch mal. Aber ich glaube, mittlerweile wohnt er hier. Irgendwas habe ich da mal gelesen. Oh, du trabst schon? Ja, du bist zu weit vorne. Warte, wir warten. Wollen wir vielleicht gleich einen kleinen Wettlauf machen zu Jasper? Oh ja. Das wäre doch eine gute Idee. Gleich da vorne von der Brücke. Ja. Ich glaube, dann sind die Pferde auch schon ein bisschen aufgewärmt. Okay, geht los. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Los geht's. Auf geht's. Los, Love Song. Go, Nightstar. Geht los. Oh mein Gott, ein Shire hinter uns. Der übersendet uns alle. Wow. Oh, das ist aber auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Nicht stolpern, Nightstar. Das können wir uns nicht leisten. Oh Gott, stolpern wäre ja voll schrecklich. Oh nein, sie überholen uns alle. Ja, Love Song ist gut drauf heute. Sehr gut drauf. Ich merke schon. In Topform, voll die Höchstleistung. Los, Nightstar, es gibt doch Karotten, wenn wir da sind. Wuff, wie ein geölter Blitz plötzlich. Nella! Wir können Jasper schon sehen. Er ist nicht mal weit entfernt. Oh nein! Bleib doch nicht stehen! Ja, Love Song! Unsere Chance! Oh, ich glaube, sie hat gewonnen. Oh. Die Dasha hat gewonnen. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dasha. Sehr gut geritten. So, auf jeden Fall. So, Jasper, guten Tag. Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, guten Tag. Und so sprachen die beiden mit Jasper, dem Farmer, über das Osterfest. Er sagte, das nächste Ziel sei in Silverglade. Doch damit die beiden nicht wieder tagelang zurückreiten müssen, bat Jasper den beiden an, sie zu fahren. Es war eine ziemlich holprige und schnelle Fahrt. Jasper raste die Straße entlang und lud die beiden schließlich bei Steves Farm ab. Das ging aber schnell. Das ging wirklich schnell. Wow. Der ist aber auch ganz schön gerast, der Jasper. Ja. Er muss ja, glaube ich, auch bald eine neue Gruppe hinfahren. Ja, stimmt. Deswegen wahrscheinlich. Okay, hier sollen jetzt also Eier versteckt sein. Ich weiß gar nicht, wie viele. Steht das auf der Karte mit drauf? Nee. Leider nicht. Okay, gucken wir mal. Hier ist schon das erste Ei. Oh ja. Oh, die sehen aber schön aus. Oh ja, die sehen wirklich sehr toll aus. 5 sind es hier. Ah. Oh ja, das kriegen wir doch bestimmt hin. Das kriegen wir 100% hin. Ich glaube, ich habe auch schon eins entdeckt von außen. Oh, wo denn? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich folge dir unauffällig. Hier ist aber auch super viel los um diese späte Zeit. Naja gut, so spät ist es jetzt noch nicht, ne? Ja. Aber es ist super viel los. Ich glaube, hier hat sich eins versteckt. Okay, schauen wir mal. Ja, da hinten. Ach, da! Einfach da so hinterm Haus. Sehr tolles Versteck. Ja.
So gar nicht auffällig? Nein. Bisschen lieblos dahingeschmissen, aber okay. Echt, ne? Aber kein Problem für uns. Genau. Wir nehmen es trotzdem mit. Okay, fehlen noch drei. Okay, jetzt habe ich keine Idee, wo die anderen sein könnten. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber vielleicht reiten wir einfach mal durch die Stadt hier durch. Ja. Vielleicht finden wir irgendwo hier noch welche rumliegen. Oh ja, da. Wo? Nach rechts. Ach da, ja stimmt. Im Gebüsch. Das war aber jetzt ganz gut versteckt. Ja. Noch zwei. Nur Bonnie wundert sich bestimmt dann wieder, warum wir schon wieder da sind. Ja. Aber wo uns die Schnitzeljagd nicht so schnell hinführt. Und wir waren erst vor 2 Tagen hier. Genau. Unglaublich. Ja, komm, wir traben ein kleines bisschen an. Ja. Sie möchte nämlich schon die ganze Zeit immer ein bisschen in Trab laufen. Ja, ein Einzelteil leider auch. Okay, ich glaube, hier ist keins. Nee, hier ist auch keins. Leider nicht. Hier. Okay, Haus umrundet, ja, nichts gefunden. Na gut. Nächste Haus. Bestimmt hat Bonnie eins versteckt in ihrem Garten. Bestimmt. Sie wusste bestimmt die ganze Zeit Bescheid. Ja, das glaube ich allerdings auch. Deswegen hat sie auch so gar nichts von Ostern erzählt, als wir da waren. Ja. Hat auch nicht gefragt irgendwie. Na, was macht ihr zu Ostern oder so? Nö, nix hat sie gesagt. Nee. Sogar nicht gefragt, wo wir hin wollen. Nee, gar nichts. Hallo, Bonnie. Ja, so unauffällig, wie Hallo. Du da stehst. Wir wissen Bescheid. Jetzt bin ich gespannt, ob sie wirklich einen Garten versteckt hat oder nicht. Oder ob sie einfach nur so Bescheid wusste, dass hier generell Ostereier versteckt sind. Ja. Also sieht leider nicht danach aus, oder? Nee, hier ist keins. Na. Wäre vielleicht zu offensichtlich gewesen, hm? Ja. Als wir vorgestern okay. da waren. Mir ist vielleicht gefallen. Stimmt. Okay, hier ist aber auch nirgendwo eins. Es kann doch nicht so schwierig sein. Vielleicht hier? Ja, vielleicht hier. Hier haben wir eins gefunden gehabt. Aber vielleicht ist ja doch noch eins bei... Oh, warte mal! Ich sehe es! Ja, ich auch. Oh, hat sie das gut versteckt? Guck mal, siehst du, doch bei Bonnie. Deswegen hat sie nichts gesagt gehabt. Wir sind einfach so dran vorbeigeritten. Ja. Ach, Bonnie, wieso sagst du denn nichts? Oh. Also wirklich. Da ist es. Ja. Letztes Ei gefunden. Sehr gut. Oh, endlich. Das hat so Mega Spaß gemacht. Gut. Ja, total. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Weiß nicht, müssen wir jetzt schon zurück? Ich meine, es ist schon ganz schön spät geworden. Ja. Aber Jasper muss uns ja auch zurückfahren. Genau. Ich glaube, wir müssen die Eier jetzt irgendwo abgeben. Ja. Und dann kommen wir wieder zurück. Oder sollen wir die erst in Jarlaheim wieder abgeben? Weiß ich jetzt leider nicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich guck mal auf den Zettel. Ja, guck mal auf den Zettel. Yeah. Ach, guck mal, wir müssen hier bei Felix abgeben und dann kriegen wir ein Ticket und werden dann zurückgefahren. Ah ja, stimmt, das macht Sinn. Ah, cool. Gut, ja, dann machen wir das. Weil auf dem Zettel stand irgendwie nichts. Nee. Okay. Nichts Richtiges zumindest. So, Jasper hat gerade gesagt, wir müssen ins Café unten. Genau. Dort weil wir den Preis da bekommen. Genau, den Preis. Preis. Ich bin gespannt. Ich auch.
Winnie und Shira ritten die Jarlaheimstraße entlang zum Restaurant, um ihren Preis abzuholen. Sie banden ihre Pferde an einen Zaun und gingen direkt auf die Kellnerin zu. Oh, schau mal, Winnie, da vorne. Oh ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich glaube, wir bekommen von ihr den Preis. Was ist denn der Preis? Oh, neue Stiefel? Oh, sind die schön. Oh, warte, muss ich mal angucken. Da, blaue Stiefel. Oh, die passen perfekt zu meinem Western-Outfit. Also, was ich jetzt nicht anhabe. Mega schön. Ja. Das heißt, ich muss nochmal shoppen gehen und mir blaue Sachen kaufen. Ja. Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Es war sehr schön bei euch. Wir sind auch noch eingeladen zum Kuchenessen. Das ist ja mega. Oh, gratis Kuchen und Kaffee. Da wird sich Oma Pia aber freuen. Oh, auf jeden Fall. Du musst ihr dann gleich nochmal schreiben, dass sie dann hierher kommt zum Abholen. Ja, mach ich. Okay, wollen wir uns setzen? Ja. Lass uns den besten Platz aussuchen. Oh, ich glaube, wir sind auch die Ersten, ne? Ja, so wie es aussieht. Aber es ist auch mal gut, die Erste zu sein. Ja. Zusammen aßen sie ihren Kuchen und warteten auf Oma Pi. Diese ließ nicht lange auf sich warten und fuhr die beiden wieder nach Hause. Und so endet ein Osterabenteuer von Windy und Shira. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Every day until you come my way this season.